Grüß euch, ich bin der Joschi. Wir fahren jetzt von Jembach mit der Dampfzahnradbahn zum Aachensee. Dort machen wir einen Ausflug mit dem Schiff nach Aachenkirch zum Sixtenhof und dann gehen wir auf die Weißenbachalm. Die Kirche in Eben ist der heiligen Nordburga geweiht, die hier im 13. Jahrhundert lebte. Ihr zu Ehren wird jedes Jahr dieser Umgang unter Mitwirkung der Bevölkerung und zahlreicher Vereine aus der Umgebung durchgeführt. Es ist der höchste kirchliche Feiertag am Aachensee. Jetzt sind wir da am Aachensee. Schön ist. Jetzt war halt interessant, wenn man wissen, wie tief und wie groß das er ist. Da kommt wer ein Taucher, den frage ich jetzt.
Servus. Ja, grüß dich, Markus. Servus. Grüß dich. Weißt du, wie groß der See ist? Ja, jetzt habe ich ihn gerade abgemessen. Du, der ist genau 9 Kilometer lang, 1 Kilometer breit und 133 Meter tief. 133 Meter? Hast du da nicht vermessen? Nein, gewiss nicht. Aber sicherheitshalber messe ich dann nochmal nach. Ja gut, dass wir es genau haben. Sonnenschein, schönes Bertisau lädt dich ein. Ungedüht, nur verliebt, kann dein Herz glückselig sein. Blumenpracht, bald an Dacht, zieht der Klang so laut und süß. Aachensee, Zaubersee, Bertisau, mein Paradies. Holleradio, holleradio, schön bist du, Aachensee. Urmontier, Land, brav und bieder, hoch die Roller, Leut und Lieder. Holleradio, holleradio, schön bist du, Aachensee. Und drum schwör, ich hab's neu, Land Tirol, dir bleib ich treu. Schön bist du, Aachensee, und ich schwör, wie aufs Neu, Land Tirol, dir bleib ich treu. Bleibt die Uhr einmal stehen, und es heißt, mein Freund, du musst gehen, dann leb wohl, Aachensee, schönste Perle von Tirol, und das Dank für das Glück, lass ich dir mein Herz zurück. Denn in Freud und in Leid schlägt's für dich zu jeder Zeit. Holleradio, holleradio, schön bist du, Aachensee. Alle Englein werden singen, ewig soll dein Lieder klingen. Holleradio, holleradio, schön bist du, Aachensee. Aachensee, lebe wohl, schönste Perle von Tirol. Aachensee, lebe wohl, schönste Perle von Tirol. Der Sixenhof. Der stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist heute ein Heimatmuseum mit vielen interessanten Ausstellungsstücken, altem Handwerksgerät bis hin zur Ausstellung über die geologische Entstehung des Aachentales. Heute ist Kirchtag und Leute aus der Umgebung führen uns bei Musik auch altes Handwerk vor. Thank you.
Von Bertisau bringt uns die Karwendelbahn in nur wenigen Minuten auf den Zwölferkopf. Von hier hat man schon einen herrlichen Ausblick auf das Karwendelgebirge sowie auf den Aachensee. Im Sommer kann man den Bahrgleitern aus nächster Nähe beim Start zusehen. Dann wandern wir weiter auf den fast 2000 Meter hohen Bärenkopf, einem der wenigen Plätze, von wo aus man den ganzen Aachensee und das gewaltige Panorama über das Karwendel, den Rofangebirge und das Inntal bewundern kann. Da wird es hakel werden. Ah, der Schwung schläft schon. Aber ja, aber der Schwung. Bei dir messen wir nach. Ja. Ah, es geht. Gehen wir weiter. Ja, normal, wo der Kopf schläft, sagt man, schläft der Körper auch nicht. Super ist gegangen, super ist gegangen. Berg heil, gell? Mach's gut, gell? Schnapsel. Wenn man schwitzt, ist nochmal gesund. Gut. Schön, ne? Schön, ja. Ja, der sehr. Du hast auch Fischen? Du auch Fischen machen sie, ja. Ich darf nicht mehr. Warum darfst du jetzt nicht mehr? Jetzt wollte ich mal fischen gehen. Dann habe ich zur Frau gesagt, koch mir schnell was Mittag, dann gehe ich Nachmittag fischen. Hat sie gesagt, du bleibst da. Ich sage, wieso darf ich nicht fischen gehen?
Hat gesagt, weil Vormittag die Forelle schon dreimal angerufen hat. Jetzt gehen wir schwimmen am Achensee. Hast du da ruhig? Wieso? Damit es kalt ist. Ist der so kalt, dass man da als Josef reingeht und als Josefine wieder raus? Ja, genau. Joschi, gut, dass du kommst, ich muss Knödel machen, gell? Was darf's sein? Ein Bier kriege ich. Kaiserschmarrn, mag schauen. Ja, gern, aber nachher geht's los, weil die ersten Leute kommen ja schon. Steigen wir auf die Olm hinauf, lassen die Sorgen im Dach. Lockt uns oben das Gipfelkreuz und eine Hüttenrast. Wenn die Harmonika erklingt auf der weißen Wochen, ja, dann Wechsungen und Lachen. Wenn die Harmonika erklingt auf der weißen Wochen, dann wird Leier hinten gaul.
fertig machen. Sitzen wir vor der Hütte dann, schauen hinab in das Tal. Am Felsen drüben ein ganz Alpin, erklingt das Lied noch einmal. Wenn die Harmonika erklingt auf der weißen Wochen, ja dann wird gesungen und klar. Wenn die Harmonika erklingt auf der weißen Wochen, dann wird gleich ein Hüttengaudi gemacht. Vergeht bald wird es Nacht, ja sie vergeht viel zu schnell. Müssen wir wieder hinab in das Tal, kommen wir wieder einmal. Wenn die Harmonika erklingt auf der weißen Wochen, ja dann wechseln und klar. Wenn die Harmonika erklingt auf der weißen Wochen, dann wird gleich ein Hüttengaudi gemacht. Ja, dann wegsungen und lacht. Wenn die Harmonika erklingt auf der weißen Bochum, dann wird gleich ein Hüttengaudi gemacht. Also ein Hüttengaudi muss der Mutter leben. Wie geht das? Magst du nicht alle gerne zu Erwin in die Museumswelt Nachschub holen? Bin schon unterwegs.
Klaus, was treiben die jetzt hinterher? Ja, grüß dich, Erwin. Wir dürfen einen Traktor brauchen. Nachschub für Sonnenfisch. Traktor haben wir genug. Wir müssen aber gerade um ins Traktorium. Ja, na gehen wir. Ja, Klaus, was möchtest du jetzt fahren für die Geräte? Such da einen aus. Hey Armin, für eine Stunde hat den Klaus ein paar Kisten Bier für euch auf. Ja, sicher. Voll gelaufen. Sei so gut. Gesundheit, Prost. Gutes Bier, gell? Mhm. Wohl. Nicht schlecht. Bin ich müde. Jetzt hätte ich gern, dass du mir an zwei schönen Stellen küssen tätest. Wo denn? Ja, in Paris und London. Almabrieb am Aachensee. Am Ende des Almsommers bringen die Bauern ihre Kühe aus den Karwendeltälern wieder ins Tal. Ist die Bauernfamilie und das Vieh gesund über den Sommer gekommen, treten die Kühe schön geschmückt den Heimweg an. Davon führen von Bertisau nach Maurach 2 Kilometer direkt am Seeufer entlang. We'll be right back.